am Ende wissen alle das, was sie am Anfang nicht wussten. Was war das Schicksal von Jokaste im Patriarchat? In einem präkulturellen Zeitalter im Neolithikum wäre das eigentlich gar kein Problem gewesen. Und wenn Ödipus, die neue Deutung ist ja nicht Schwellfuß, die Übersetzung, sondern der, der alles wissen, der alles wusste oder wissen will, wenn er nicht unbedingt seine Existenz hätte befragen wollen, sondern nicht hätte wissen wollen, dann wäre all diese schreckliche Tragödie gar nicht passiert. Am Ende hat Jokaste zu Willen ihres Königs das eigene Kind den Fuß durchstechen und aussetzen lassen mit dem Befehl, ihn zu töten. Dann bringt dieses Kind den eigenen Gatten um. Sie rettet Theben, sie bekommt mit dem eigenen Sohn 4 Kinder, deren Schicksal auch ziemlich folgenschwer sein wird. Polyneikes, Eteokles, Ismene und Antigone, die auch zwischen Tod und Leben nur ist. Dann erfährt er, dass er nicht Sohn, dass Ödipus nicht Sohn der Könige von Korinth ist und es umsonst war, den Inzest mit der Mutter und das Ermorden des Vaters zu vermeiden, weil er dieses Schicksal am eigenen Vater erfuhr. Und als er sich dann blendet, weil er sagt, Mephinai, lieber nicht gewesen sein, dieses grausame Schicksal, und sie von diesem Ausgang ihres eigenen Kindes, für dessen letzte Worte, das war gestern sehr dramatisch, sie ankündigt, das seien die letzten Worte, die sie für ihn hätte. Und anstelle ihm etwas zu sagen, küsst sie den Sohn, Gemahl, Liebhaber, Vater ihrer Kinder, Mörder ihres Mannes, noch zum letzten Mal und erhängt sich. So wie mich zuerst gefragt, was war zuerst und was war danach, erhängt sie sich, nachdem er sich geblendet hat. Aber nein, es ist ja klar, bei Sophokles blendet er sich mit den Gewandnadeln, die er an der erhängten Jokaste herunterzieht und geht dann ins Exil nach Kolonos.